Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Ja, wenn man also heute guckt oder hört in den Nachrichten, scheint es so zu sein, dass Lügen, Unwahrheiten, Halbwahrheiten, Propaganda, Fake News der Standard wird im Umgang der Medien, auch der Social Media mit dem Menschen. Das finde ich schon mal eine tolle Geschichte. Ja, also mir fällt da erstmal Zuckerberg ein, aber den meinst du ja wahrscheinlich in dem Zusammenhang jetzt heute aktuell nicht, ne, oder? Nee, ich meine, also aktuell meine ich dann mal den lieben Elon Musk, der sagt, es sei ein Der Anschlag Elon. auf die Meinungs-, ja, der Tesla-Mensch da. Ja. Also ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, wenn er in Brasilien seinen X-Kanal da nicht mehr betreiben darf. Sag mal, wo ist denn die Souveränität von Staaten? Wo ist das Gewaltmonopol? Das war gut. Also ich meine, die Damen und Herren mit den Social Media, die penetrieren die ganze Welt. Was willst du da mit Staaten, bitte? Kommst du mit einem Nationalstaat, mit Brasilien um die Ecke? Und vor allen Ja, Dingen ich weiß. Das ist. Einschränkung Meinungsfreiheit, also diese Verabsolutierung der Meinungsfreiheit als quasi einzige Freiheit und was ja dann auch eine individuelle Freiheit ist, weshalb sie ja auch so hochgehalten wird von jedem Blödmann, der meint, der kann alles in die Welt rausposaunen, was ja nur lustig ist, Ein die Recht muss auf ein Ende Lügen. haben. Die muss ein Ende haben. Es muss eine Regulierung auch bei Meinungsäußerungen geben, wie sie bei sonstigen Geschichten im Verhalten des Menschen gegenüber seinen Mitmenschen auch existieren. Nämlich da gibt es Gesetze. Ja. Also ich meine, das ist ja das Phänomen. Für Musk scheint das ein Recht auf Lügen zu sein, ein Recht auf Propaganda. Das ist Ja. schon fast wie bei RT aktuell oder wie der Dreck heißt. Also. Ja, das ist die kapitalistische Variante von RT, ja. Ach so, ja, da ist was dran. Das ist schon erschreckend, was da abläuft. Da muss ich dir vollkommen recht geben. Aber wir haben ja noch Also andere Themen. Staatsstreiche werden heute nicht mehr auf den Schlachtfeldern gewonnen Ja, und das stimmt. auch nicht durch das Besetzen von Bahnhöfen oder Telegrafenstationen, Nein. sondern durch genügend Satelliten oben im Orbit, die einen zuschütten können mit. Kampagnen in Social Media, ja, Meinungsmache in Social Media, im Zweifel noch mit Hilfe von Instituten, wie uns das ja auch Cambridge Analytics plastisch dargestellt hat. Das rentiert sich, sowas mal anzugucken, ja. Das Ja, ist klar. Ja. Und ja. viele Leute machen viel Geld damit, dass sie den Menschen einen an die Backe malen und die dummen Menschen, die verdummten Menschen, sind ja verdummt. Ja. Gut, So ist es das. ist Nee, ich. immer noch Selbstverschulden dabei, ja, aber. Rudi, wir müssen uns ja nichts vormachen. Also wenn wir hier gucken in die Medien, in die reaktionären Medien von Bild bis Welt, die bringen ja auch jeden Tag denselben Scheiße. Die erzählen irgendwas von Streit in der Koalition und die Regierung kann es nicht und. Ja, Ja. aber zugleich, weil das fiel mir vorhin auf bei einem Post Ja. in so einer Gruppe, werden sie als Staatsmedien verschrien. Ja, Also da genau. muss ich ja sagen, entweder oder. Ja. Genau. Nee, also Entweder sind die. es Staatsmedien, dann reden sie der Regierung nach Mund und zwar vollständig, Ja. oder ein Wort der Kritik. Ja. Also wer die auch noch als Staatsmedien sieht oder diese ganze RTL, SAT und wie die ganze Brut heißt, der hat wirklich irgendwie nassen Hut auf, sagt man, glaube ich, in Hessen, ja. Das ist populistischer Unsinn und statt wirklich mal qualitativ zu berichten, wird gehetzt, ständig gehetzt, jeden Tag mehr gehetzt gegen die Regierung, gegen Olaf Scholz, gegen Robert Habeck, gegen Annalena Baerbock, wen auch immer, ist auch scheißegal, Hauptsache draufschlagen, ja. Das war's dann schon, ja. Nur schlecht machen, es wird schon was hängen bleiben von dem Schmutz mit der Und Tour. warum bleibt was hängen? Warum bleibt was hängen? Mal Weil über. die Menschen nicht mehr als die Schlagzeile sehen, weil sie nicht Oh. zuhören, mal 5 Minuten, Ja. wie komplex die Angelegenheiten sind. Es hört keiner die Interviews an, die 10 Minuten dauern, oder hier im Deutschlandfunk sind sie meistens so eine Ja. Viertelstunde. Da kommt was rüber, aber wer guckt sich das denn schon an? Wer hört sich das an? Ja. Also ich Keiner. will noch mal was Positives sagen, wo es wahrscheinlich auch wieder Streit drüber gibt, nämlich heute ist ja Internationaler Kindertag.
Und die Koalition hat vereinbart, eine Kindergrundsicherung bis 25 auf die Schiene zu setzen. Ich hoffe, dass das ein Gleis ist, was von Lindner nicht wieder eingespart werden soll. Ne? Muss ich also jetzt wirklich mal sagen. Fiel mir vorhin auch auf, ich glaube, das war auf dem Scheißhaus. Die Ministerien haben die verabredete Politik, das ist Koalitionsvertrag, das ist nicht bloß eine Wunschliste, die man abarbeiten kann oder auch nicht. Kein Die haben sie Vermögen. umzusetzen, anstatt ständig irgendwas zu finden, weshalb man den Koalitionsvertrag nicht Hinweis umsetzen kann. vom Kalender. Armin Schild gibt. Jo. Hat einer Geburtstag? Ja, das ist Ja, die meinem Freund Zeit. Hennefi in Kairo habe ich auch gesagt, Kulsanavente Tayeb. Ich habe es jetzt mal weggedrückt. Ja, nein, also ich gebe dir vollkommen recht. Das ist auch wichtig, dass die Koalitionsverträge eingehalten werden, dass man da nicht ständig rumnölt, wie die FDP das ja tatsächlich aus Profilierungsgründen tagtäglich macht. Also das kann man gar nicht anders sagen. Und die Döpfner Medien schlagen da ja dann voll in die Kerbe von Bild bis Welt. Ist das ja alles so schwarz wie die Nacht? Die werfen ja im Kohlekeller noch Schatten mit ihrer Propaganda. Also was heißt hier jetzt Profilierung? Profilierung heißt doch, dass man an einem groben Stück Holz so lange rumschnitzt, bis sich daraus was gebildet hat. Das heißt, es ist weniger da als vorher. Wenn die Das ist FDP ein sich jetzt Bild. profiliert und zwar von diesen 3% noch was abknappt, ja dann, bitteschön, macht Lindner nur. ist Die muss sich Lindner. breiter aufstellen. Ihre ganze Politik muss bürgernäher sein und nicht nur verpflichtet einigen wenigen, also den Steuerzahlern. Wie viele Also Leute zahlen ich würde es gerne noch keine konkret Steuer? Das machen, sind die Uli. ganz Ich würde es gerne Reichen, noch das sind die konkret ganz machen, weil Armen. wir haben den Christian und der Christian hat jetzt ja auch vorgeschlagen, er hätte lieber eine Aktienrente. Also Aktien statt Rente. Ja, Naja, niemand weiß. nee, keine Aktienrente. Aktien statt Rente. Ja, genau. Aktien statt Rente. Niemand weiß, Ja, wie sich diese Aktien entwickeln werden genau. in Zukunft, ob man da. Aber du kannst das selber entscheiden, wo du investierst. Also du bist selber schuld, wenn du jetzt die verkehrte Aktie. Marie-Antoinette 4.0. Wer keine Mittel hat für einen Bausparvertrag, um sich ein Häuschen Ja, als Alterssicherung, genau. der soll halt Aktien kaufen. Genau, und das bezuschusst die Lindner dann noch ein bisschen, damit du irgendwelche Aktien kaufen kannst, wo du nicht weißt, wie die sich entwickeln. Aber das sichert dann deine Altersversorgung ab. Warte mal, warte mal. Also, der arme Mindestlohnbezieher darf sich also Was Aktien für kaufen und Mindestlohn? kriegt dann 20% vom Staat. Da er das nicht tut, sind diese 20% bei den armen Leuten, die liegen auf Halde und die müssen ja anders ausgegeben werden. Wo wandern die hin? Zu denen, die genügend Geld über haben, um sich Aktien zu kaufen. Und Ja. was bedeutet das? Das Ja, bedeutet, genau. dass Geld gerade wieder dahin geht, wo eh Ja, schon Geld ist. ja, Ja? genau. Das muss man den Leuten noch mal erzählen. Das tun wir ja gerade. Wir erzählen euch noch viel, viel mehr. Ihr müsst halt zuhören. Das ist das Wichtige. Ja, ihr Und ihr müsst müsst gar nicht, aber abonnieren. ihr könnt, ja, dieses Geschnodder jeden Morgen. Das ist Ja, abonnieren. Das ist das Wichtige. ja. Abonnieren, sage ich euch. Ob euch das glücklicher macht, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall schlauer, ne? Also. Und uns macht es zufrieden.